einige organisatorische Durchsagen jetzt zwischendurch. Die Versorger, falls jemand Hunger und Durst bekommt, befinden sich hier von innen aus gesehen links von der Bühne. Es wird eine längere Veranstaltung, so viel kann ich Ihnen schon verraten. Also wer nicht durchhält, versorgt sich da drüben. Dann gibt es den Stand des Bürgerbegehrens. Dort drüben auf der anderen Straßenseite unter der Bushaltestelle, wo das Licht ist. Dort können Sie unterschreiben, falls Sie es noch nicht getan haben. Bitte tun Sie es zahlreich bei den beiden Bürgerbegehren. Das dritte und vierte Bürgerbegehren gegen Stuttgart 21, Storno 21 und Leistungsrückbau S21. Und nehmen Sie Listen mit, verteilen Sie Listen, bewegen Sie Ihre Nachbarn, Ihre Freunde zu unterschreiben. Mindestens 20.000 Stimmen sollen so rasch wie möglich gesammelt werden. Wer Listen mit hat, bringt sie bitte rasch zurück, auch wenn sie noch nicht ganz voll sind. Die Stimmen sollen jetzt mal zwischengezählt werden, damit man weiß, auf welchem Stand man ist. Nehmen Sie lieber neue Listen mit und verteilen sie. Es können weitere Unterschriften geleistet werden. Und zwar geht es um Einsprüche, Einwendungen gegen den Filderabschnitt. Das ist eine etwas kompliziertere Sache, weil den muss man begründen. Aber es gibt Einwendungsmuster bei den Verteilern auf der Demo. Also hier sind überall Leute unterwegs, wo sie sich an den Einwendungen gegen den Filderabschnitt beteiligen können und auch beraten werden. Machen Sie auch davon bitte zahlreichen Gebrauch. Und dann gibt es eine Veranstaltung anzukündigen, jetzt am kommenden Mittwoch. Da findet eine Aktion statt, der Projektbetreiber. Und zwar wird nach jahrelanger Verspätung der erste Tunnel ins Stuttgarter Milliardengrab gebohrt. Es gibt den Tunnelanstich am 4.12. in Stuttgart-Wangen. Das ist ein hochoffizieller Termin mit Landtagsabgeordneten, mit den Bahnchefs, wer die mal wieder treffen möchte, oder dem Ordnungsbürgermeister Scheirer, die werden alle dort sein. Deshalb wird aufgerufen, dort einen Besuch zu machen, einen Bürgerbesuch. Und dazu hat man sich eine Aktion ausgedacht. Es wird Plastikwesten geben mit der Aufschrift "Ich bin das Risiko". Das ist inspiriert von den 121 Risiken des früheren Projektleiters Hami Asa. Der wusste, wovon er spricht. 121 Risiken. Es wäre sehr schön, wenn viele Risiken sich zu diesem offiziellen Termin einstellen würden. Die Westen können auch drüben auf der anderen Straßenseite unter dem Licht abgeholt werden. Soll allerdings nur der eine Weste abholen, der dann auch wirklich hingeht. Mittwochmorgen um 10 Uhr, Wangen, Ulmer Straße 263, die U-Bahn-Haltestelle Inselstraße. Das ist die U9 und die U4, die dorthin fahren. Die Haltestelle Inselstraße in Wangen, da denke ich unwillkürlich an das Theaterhaus, das frühere Theaterhaus, das dort einst gegründet wurde von zwei Herren, die heute Abend hier gemeinsam zu erleben sind. Sie sind sozusagen personifizierte Stuttgarter Kulturgeschichte. Meister im Anstiften und Einspruch erheben. Forever Young, Werner Schwetzmeier und Peter Grohmann.